Willkommen zu einer weiteren Folge von Tagebuch eines Krieges. Und ja, ich habe gewonnen. Und zwar mit 73 Tagen auf Flashpoint. Es ist verdammt lange mit 73 Tagen auf Flashpoint. Aber warum das Ganze passiert ist, gucken wir noch mal in die Zeitung rein, damit die Zeitung uns verrät, warum das denn so lange gedauert hat. Und was auch besonders ist an dieser an diesem Spiel, was so auch passiert ist. Es war auf jeden Fall sehr knifflig und ich habe es noch zum letzten Ende noch richtig rumgerissen und das noch als Solo-Win. Und das war geil. Dann gucken wir mal in die Zeitung. So, am Anfang war ja die Welt wie gewohnt, die Flashpoint-Server wie gehabt. Jeder hat seine Position einen drum und dran. Dann gehen wir mal direkt mal so schon mal 2 Tage weiter. Da habe ich ja direkt Krieg gehabt mit Irland. Irland hat mich angegriffen, ich nicht Irland, sondern er hat meine Städte eingenommen. Und hat dann, wir haben dann wie blöd um England gekämpft, wie man hier sieht. Richtig krank der Kampf. Er hatte Schiffe, ich hatte keine. Er hatte fast gewonnen. Und ich habe mich hier die ganze Zeit gekämpft um jede Einheit, jede Stadt und einen drum und dran. Bis ich das in Griff hatte und Irland besiegt hatte. Aus dem letzten Loch quasi, aus meinen letzten Einheiten sind 16 Tage vergangen. Da habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ich igel mich jetzt erstmal mit England ein, mit Zerstörern und einfach nur Infanteristen und einen drum und dran. Und dann so ab Tag 25, so um den Dreh, habe ich mir überlegt, jo, jetzt ist es geil, ich gehe mal hier vorne hin, nehme mal so ein paar Sachen ein, baue auch jetzt mal ein bisschen Arti und Radare und ein bisschen Luftabwehr und fange mal an. Kuba hingegen ist hier natürlich richtig stark an Ausbauen, genauso wie baltische Staaten und hier die Türkei sind hier überall richtig an Kämpfen. Aber ich glaube, ab Tag 30 habe ich mich, glaube ich, mit denen verbündet. Türkei und baltischen Staaten war ich in der Koalition. Und habe dann irgendwann auch angefangen, Krieg gegen Frankreich zu führen. Und dann hat sich nämlich auch die Kuba so gedacht, weil Kuba ist hier auch schon überall gewesen. Und einen drum und dran. Ja. Dass er mich dann nur andauernd ausspionieren wollte mit Drohnen. Und dann ging es los. Dann ging der Krieg gegen Kuba los. Ich habe dann alle kubanischen Truppen mit meinen Schiffen und meiner Arti zerstört. Ich hatte wenig Verluste relativ, aber ich war trotzdem noch ziemlich angeschlagen, noch wegen der Anfangsgeschichte, weil meine Wirtschaft ja auch komplett zerschlagen war. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, in der gesamten Zeit Kuba und die kubanische Hauptstadt so weit einzunehmen und alle kubanischen Einheiten, die kamen, aufzuhalten. Einfach mit der Kombi mit Arti, Luftabwehr und Radar und Schiffe überall taktisch positioniert. Ich hatte hier immer so Schiffe positioniert, hier dann Schiffe positioniert. Und ich habe mit einer riesen Schiffsarmada hier angegriffen, weil ich mich ja total eingegildet habe in England mit Zerstörern hauptsächlich. Und das war auch eine richtig gute Taktik. Ich hatte auch ein paar Kreuzer dazwischen, ja, vereinzelt, die dann auch so ein bisschen gegen Luftabwehr. Aber ich habe es dann halt geschafft, Kuba einzunehmen hier. Und wir haben uns dann einen harten Kampf geführt. Kuba hatte nämlich, Moment, Spitzenpunkte von 1079. Und dann habe ich ihn runtergeballert. Der war kurz vor einem Solo-Sieg und ich habe ihn einfach vernichtet. Ich habe ihn aber so sehr vernichtet, dass halt die ganze Welt angefangen hat zu rebellieren. Hier, das waren alle die ganzen schwarzen Punkte, die alle sind. Sind ja alles Rebellen. Genauso wie hier. Das heißt, die Map wird langsam von Rebellen beherrscht. Da habe ich dann irgendwann gedacht, oh, die Rebellen breiten sich so stark aus. Die hatten auch schon fast 1000 Punkte hier. Da muss ich gegen angehen. Kuba war schon da besiegt. Der hat schon aufgegeben und hat geschrieben GG und so ein Kram. Ne? Aber das ist schon krass. Man kann auch gegen größere auf jeden Fall gewinnen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Verluste dabei gemacht. Und also insgesamt in den gesamten Kriegen. Dass ich dann auch die ganzen Sachen hier nur so halten konnte erst, bevor ich hier anfangen konnte zu erobern. Aber langsam, aber sicher konnte ich dann auch von Zeit zu Zeit mir Stacks aufbauen, Einheiten aufbauen, um halt auch natürlich Europa zurückzuerobern, Amerika so ein bisschen. So wie man das dann halt hier sieht. Ich habe dann alles nach und nach erobert. Ich habe dann von meinen Verbündeten alles, was von denen übrig geblieben ist, da Kuba ja auch hier Türkei eine Syrien platt gemacht hat. Syrien war mein Verbündeter und baltische Staaten.
hatte Syrien platt gemacht und die baltischen Staaten, die konnten nicht viel machen, weil sie von vornherein keine Armee hatten, weil die auch so stark am Kämpfen war. Ja, im Großen und Ganzen habe ich dann gewonnen. Kuba hat sogar ganz viele Atomwaffen sogar eingesetzt. Atomwaffen. Und ich habe ihm geschrieben, was bringt dir das? Atomwaffen. Ich fand das lustig, weil ich in den letzten Tagen, wo wir noch gegeneinander tief gekämpft haben, auch Raketenabwehr hatte. Aber das Lustige daran war, er hat jedes Mal immer weiter versucht mit Raketen oder Drohnen, Raketen und Drohnen. Deswegen hat er auch nicht so viele Bodentruppen. Dadurch bin ich auch relativ vorangekommen und konnte auch alles ziemlich schnell zerstören. Das war dann nur ein Nachteil. Und ich finde, Raketen sind so eine Spielerei. Ja, man kann sie gut einsetzen, ja, aber nicht um Städte anzugreifen auf Verdacht. Das bringt nichts. Gegen aktive Ziele, die man sieht, ja, aber nicht auf Verdacht. Gut. Dann sind wir jetzt bei Tag 72 und die Welt sieht so aus und wir haben gewonnen. Gucken wir uns das mal genauer an. Da gucken wir uns mal England an. Ich habe hier einfach nur so ein paar von diesen Raketenabwehrsystemen gehabt. Ich habe nicht viele gehabt und dann bei auch noch ein paar von denen hier so stehen gehabt. Die haben natürlich auch Raketen abgewehrt. Zum Ende hin habe ich mir gedacht, boah, aus Jux und Tollerei baue ich mal so ein paar Helikopter, einfach mal so aus Just for Fun. Und dann seht ihr ja, dass hier die ganze Europa sowieso zerpflückt war. Syrien war ja mal ein ehemaliger Allianzpartner, deswegen habe ich ihn auch nicht zerstört. Genauso wie Belarus war ja auch ein Partner, aber die ganzen Kriegen haben die halt zermürbt. So, wie man sieht, Rebellen. Die haben auf jeden Fall richtig hier Gas gegeben. Und hier sieht man auch, dass Kuba nicht nur mit Raketen gearbeitet hat, sondern auch mit Artillerie und all so ein Kram. Und das auch nicht nur mit schlechten Ergebnissen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, den Platz zu machen, weil er nämlich nicht nah genug rankam. Ich habe nämlich viele, viele Schiffe gehabt. Und mit denen habe ich halt wirklich versucht, alles zu kontrollieren. Gut, zum Ende hin war hier natürlich auch einiges noch los. War hier nämlich noch ein bisschen erobern. Habe hier so solche Stacks gehabt mit so 4 oder 5 Artis drin. Mit einem Infanteristen, der einnehmen kann, Radar und dann auch meistens 1 oder 2 Luftabwehrfahrzeuge. Oder auch manchmal auch 3. Zum Beispiel hier mobile Luftabwehr auf Stufe 4 mit 1 und dann mobile Raketenwerfer Level 4. Habe ich 2 gehabt, dann Radar Stufe 6, Infanteristen und 5 Raketenwerfer. Diese Aufstellung an Truppen habe ich festgestellt, weil auch einige aus der Community geschrieben haben. Probier das doch mal aus, das ist eine sehr effektive Strategie. Ja, ist es. Vereinzelt, ja, kann man die besiegen, klar. Aber wenn die zum Beispiel so 2 oder 3 von denen hintereinander laufen hast und du hast dann Gegner, die da auf dich zukommen, solange die keine 10er-Stacks von Panzern oder so einen Scheiß haben, überlebt das Deck. Also, das ist krass. Einfach nur unglaublich. Und die sind auch noch mal richtig stark auch noch gegen Schiffe. Die kann man auch noch richtig gut zur Küstenverteidigung auch noch einsetzen. Und das ist richtig geil. Aber nur in der Kombination. Also sonst sind die nämlich, wenn das nur Artis sind, sind die nämlich anfällig für Luft. Und wenn der Gegner dann auf einmal Lufteinheiten hat, ist scheiße. Und warum die kleine Luftabwehr dazwischen? Ja, die kleine Luftabwehr, die kann ja natürlich auch gegen Helikopter kämpfen. Weil diese Raketenabwehr, die kann ja nicht gegen Helikopter kämpfen. Das darf man nicht vergessen, deswegen ist das eine gute Kombi, so eine Round-Kombi. Natürlich braucht ihr auch Unterstützung, wenn man Land einnehmen möchte, aber sonst drum und dran war das eigentlich ganz gut. Ich fand das im Großen und Ganzen eigentlich richtig geile Runde. Hat zwar ewig gedauert mit 73 Tagen. Das muss man sich mal geben. Aber auch nur, weil ich einmal komplett fast vernichtet worden bin. Und mich dann quasi wieder aufbauen. So wie ihr seht, ich habe nicht viele Einheiten jetzt gehabt. Ich habe da jetzt einen 10er-Stack gehabt. Da habe ich nicht mal, da habe ich einen 7er-Stack. Das heißt hier, ich habe hier nicht mal 20 Einheiten in Amerika, um einzunehmen. Weil ich hier diese effektiven Stacks halt nutze. Hier habe ich natürlich mehrere von denen gehabt. Zum Ende hin. Die haben natürlich richtig Gas gegeben. Die haben hier nämlich alles platt gemacht. Zum Beispiel der hat 10 Kills gemacht. Der hat 30 Kills gemacht. Und er hat 64 Kills gemacht. Und das sind immer so verschiedene Konstellationen, falls der Gegner auch mal denkt, oh, ich kann ja mehr Lufteinheiten einsetzen, um die besser zu zerstören oder sonstigen Kram. Oder vielleicht kann ich die auch mal mit einem Panzer ergänzen, falls mal doch mal etwas offensiver werden sollte und die noch verteidigen müssen oder sonstigen Kram. So. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dieses kleine
diesen kleinen Überblick in dieser Runde, die ich hier hatte. Ich hatte schon Tagebuch des Krieges schon länger nicht mehr gemacht. Wer Lust auf mehr auf solche Videos hat, soll gerne mal auch in die Playlist reingucken von Tagebuch eines Krieges. Da sind einige Videos, wo ich solche Spiele erkläre, und drum und dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich jedes von dieser Videos einmal liked, genauso wie dieses. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schrank. Und vergesst das Abo nicht. Bis dann.